Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir sind wieder am Spielen und heute wieder mal Defense Grid, The Awakening. Und wir wollen auch gleich rein in die Story. Heute spielen wir Level 10. Eisschleier. Ein verlassener Bergbaukran schlummert tief im Inneren eines Gletschers. Beschützen Sie die Kerne um jeden Preis. Ja, das leidige Thema geht weiter. Neustarten. So. Wir haben die Thalliummine erreicht. Schwierige Position. Aber Sie haben ein Händchen dafür. Das muss ich Ihnen lassen. Danke. Danke schon mal im Voraus, dass wir ein Händchen dafür haben. Also, wie immer werden wir uns erstmal vergewissern, wie ist die Situation. So, schauen wir erstmal uns an. Von hier kommen die. Ja, und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit. Welchen Weg sollen sie laufen? Die verdammten Aliens. Also hier sind unsere Kerne. Ja, dann würde ich vorschlagen, das bietet sich gerade an, ich werde sie hier rumlaufen lassen, die Bande. So, erstmal nochmal gucken. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier auch wieder so eine Fluglinie. Also werden auch wieder Flugaliens uns wahrscheinlich das Leben zur Hölle machen wollen. Hier sieht man von hier unter der Brücke durch, dann hier oben und da den Landeplatz werden sie nutzen, um uns die Kerne wieder zu klauen. Also, nicht viel Schnacken los. 1000 haben wir. Dann werde ich jetzt mal Geschütztürme bauen. Genau. Dann werde ich jetzt hier nochmal einen Temporal nehmen. So eine Stase, um die wieder langsamer zu machen. Ach, was soll's. Kommt, Leute. Wir bauen die Straße der Gefechtstürme. So, hiermit habe ich schon mal geschafft. Ey, mal das hier dumme Tee wegmachen. So, ich will nämlich jetzt, dass sie hier langlaufen. Und auch wieder über denselben Weg zurück. Wie mache ich denn das? Ach so, ich darf ja auch nicht vergessen. Stimmt, hier kommen ja auch nachher noch die das per Flugzeug abholen wollen, unsere Kerne. Ach, machen wir hier einfach. Kanone 1. Noch eine Kanone. Ach, keine Kohle dafür. Hab Pech gehabt. Okay. Kommt her. Was haben wir da wieder? Rindviecher. Jede Menge Rindviecher. Heute wird geschlachtet. Mal sehen, ob wir das diesmal hier schaffen. Im ersten Anlauf durchzukommen. Ach, was ich übrigens noch sagen möchte. Also erstmal muss ich noch was trinken. Oh, oh. Kann ich noch eine Kanone hinstellen, Leute? Ich bin mal gespannt, wie lange ich die Schiene fahren kann. Gefechtstürme. Ich bin das mal echt, gespannt. Geschütztürme. Mann, Gefechtstürme, Geschütztürme. Ich werde es nicht lernen. Ja, lass doch. Wollen wir gleich mal einen Laser einsetzen? Ist zwar ein bisschen riskant, aber egal. Gleich erstmal schöne Kirsche drin gewirkt hier. Weil, sag ich mal, bis nachher die Luft brennt, denke ich mal, wird der Laser auch wieder aufgeladen sein. Na dann kommt, hier machen wir F ein bisschen Vorspulen. Na, da kommen sie nämlich schon. Kanone. Saubande. Wie sie hier alle durchlaufen. Schweine. Mal sehen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein, noch ein Kern weniger. Wir waren allein 10 in meiner. Alles klar. 10 gute Männer. Alle tot. Das tut mir leid. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich manchmal Schwäche zeige. Je mehr ich mich erinnere, ja. Ach verdammt, nee, oder? Es ist ohnehin sinnlos. Ja, doch, geschafft. Früher immer, das, was man nicht sieht, ist ebenso gefährlich. Upgrade. Wie das, was man sieht. Die Stase ist wichtig. Und, ich meine, und hier drücken wir auch gleich noch mal ein. Einige Aliens besitzen eine Tarntechnik, wissen Sie? Oh, verdammt. Wir allerdings auch. Ich habe Kerne verloren. Tja. Das ist nicht so schön, wenn ich die Kerne hier verliere. Weil das ist ja... Oh, Speicherpunkt, habt ihr gesehen? Was ist denn das hier? Blinder? Luke her.
Alles klar. Also so Tarnteil oder was? Oh, wo schneiden wir das Ganze mal? Ah, die meisten Türme wählen getarnte Aliens nur dann als Ziel aus, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden. Alles klar, haben wir verstanden. Das sind wahrscheinlich hier gerade die Eumels, die so halb getarnt waren, die man erst gar nicht so wahrnimmt. Also. Wir haben wenig Kohle, Leute. Das läuft nicht. Kanone. Ey, Mist. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Wenn nicht jetzt was passiert. Egal. Upgraden. Ach, das war nicht so optimal. Nein, 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 nein. Ey, jetzt... Sie bereits gestohlen. Mhm. Ah, das ist irgendwie nicht gerade schlau, wie ich das hier mache, aber wir müssen. Schnell upgraden. Ach. Wenn es so weitergeht, sind wir bald pleite. Aber wir haben wieder einen Orbitallaser, meine lieben Freunde. Der Orbitallaser ist dafür da, um Aliens zu grillen. Aber ich möchte gerne den Laser für was Heftigeres aufbewahren, also upgraden. Ist jetzt egal, wir ziehen den Knaller durch. Wir haben jetzt drei verschiedene Türme. Einmal die Geschütztürme, dann einmal den Temporal und die Kanonen. Okay, Laser. Kommt in den Zenit, Leute. Ihr werdet das alles bereuen. Jetzt habe ich sie gleich alle im Kreuz. Und jetzt. Boom, Alter. Alle weggerotzt. Scheißkerle, habt ihr nichts anderes verdient. Kommt her. Jetzt wird es nämlich langsam so richtig spannend, habe ich das Gefühl. Also, Update. Wir befinden uns in Welle 7 von 18. Und da sind 1000 Viecher, die abgeschlachtet werden wollen. Also, kommt her. Ich baue hier noch mehr Kanonen hin. Kanone? Kanonen sind immer gut. Was wären wir bloß ohne... Was wären wir bloß ohne unsere Kanone, meine Freunde? Bräuchte ich den Laser, ich weiß nicht. Vorsicht, wir haben nicht mehr viel Energie. Ja, die haben sie alle mitgenommen. Verdammt. Nein, nein, nein. Verdammt, das klappt doch niemals, Alter. Scheiße, den Pech haben wir jetzt verloren. Ja, das war's, oder? Halten Sie auf die Kerne. Wir dürfen nicht noch einen verlieren. Wieso? War's das jetzt? Nein. So, wir starten jetzt am letzten Speicherpunkt, weil ich habe ganz vergessen, Raketentürme zu bauen. Ja, und wenn man keine Raketentürme hat, kann man halt die Aliens in der Luft nicht bekämpfen. Und somit sind die halt ganz dreist einfach mit den Kernen weggeflogen. Also, wir machen jetzt an der Stelle weiter, wo ich die Raketentürme baue. Also auf jeden Fall jetzt machen wir mal hier ein paar Raketendinger rein. Damit wir hier auch, die hier oben abwehren können, weil irgendwie kriegen wir hier ordentlich nur auf den Latz. Meine Güte, ist das hier geil. Hier, die haben wir ganz und gar vergessen, hier die Raketentürme. Ist ja klar, dass das hier oben nicht funktionieren kann, aber was soll, es geht weiter. Wir sind jetzt in Angriffswelle 5. Angriffswelle 11. Ja. Ja, dann wollen wir auch mal upgraden. Dafür haben wir noch Zeit schnell. So, kommt. Dann wollen wir mal wieder aufräumen. Komm, schaffst du. Schnell, schnell, schnell.
gerade mal auf die letzten Meter einsatzbereit. Da setzen wir mal hier einen Geschütztummel. Upgrade. Achso, mehr kann ich nicht? Okay, alles klar. Ach, jetzt haben wir den Temporal geupgradet. Habe ich ihn? Den Laser werde ich jetzt noch nicht einsetzen. Da warte ich auf was Härteres. Da kommt doch bestimmt doch gleich noch was. So, komm hier. Vorspulen, die Scheiße. Ich sag euch. Das Problem ist, die lernen das auch nicht, die Aliens, wa? Die wissen einfach nicht, wann gut ist. Jedes Mal versuchen die uns auszurauben. Aber wir lassen es nicht zu. Ja, wenn du nicht aus Drähten und irgendwelchen Spulen bestehen würdest. Aber ich glaube, den Witz hatten wir schon mal. Na, diesmal hier funktioniert. Hier sieht man, die Raketenabwehr funktioniert. Da kommen sie. Upgrade kommt, ey. Upgrade. Upgrade alles ab. Ja, 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 ja. Na, da will ich aber hier. Ich werde jetzt tricksen. Ich werde mir die zwei Burschen vorknöpfen, wenn es reicht. Von der Zeit. Ah, wo soll ich zuerst angreifen? Schaffen die überhaupt durchzukommen? Egal, voll rauf jetzt. Hier im dichten Gebiet. Und hier. Und. Achtung! Ich hab sie voll vernichtet. Volle Möhre vernichtet. Komm ey, das sind noch drei Angriffsfeinde, das schaffen wir. Okay, haben wir nicht genug Ressourcen? Nicht genug Credits? Speicherpunkt erreicht. Speicherpunkt erreicht. Speicherpunkt. So, komm. Ein bisschen wieder mal hier in die Klötze drin. F drücken für beschleunigen. Genau. Hey, nö, nö, nö. Ist das eine Ratte. Schafft er den? Schafft er den? Ja. Upgraden. Auch upgraden, aber Extreming. Brauchen wir nicht. Ich denke, das Ding reiten wir jetzt nach Hause. Hier haben wir es wieder, die Straße der Gefechtstürme. Geschütztürme, Gefechtstürme. Geschütztürme. Irgendwann bleibt es hängen im Schädel. Und so ein Tarnfutzi da hinten auch gleich drin. Ne? Seht ihr das? Da? Wieder so ein Tarnfutzi. So ein Luker. Na komm, reitet das Ding jetzt nach Hause. Guck mal, die fallen schon hier in der Straße der Geschütztürme. Sie kommen gar nicht mehr rüber. Keine Chance. Und wenn sie es schaffen, dann sind sie auch stark an die Schlangen. Hey. Ja. Hier ist er stark angeschlagen. Ist völlig egal. Und die Raketentürme ballern die vom Himmel. Also was will man mehr? Es läuft, der Hubbel rollt, Leute. Ich sehe ja schon im nächsten Level die Geschütztürme wieder stehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das ganze Spiel so ist. Also dass man, ich meine, wäre doch geil, wenn ich nur mit Geschütztürmen so... Ey, guck mal, was habe ich hier eigentlich? Die Raketentürme, die Kanonentürme, Temporal. Ja, und die Geschütztürme. Mehr habe ich ja hier nicht. Ich bin völlig Jacke jetzt. Weil wir haben es eh geschafft. Guck mal, was ich noch für Kohle habe oben. 2800. Und ich brauche nichts mehr machen.
Ich würde mal an der Stelle sagen. Sie haben sich nicht zurückgezogen. Wir haben sie umgebracht. Umgelegt, die Schweine. Alle vernichtet. Also, das war doch mal gut. Ich denke mal, wir machen jetzt auch gleich das nächste Level. So, wo geht's weiter? Kühllager. Okay, was haben wir hier für Informationen? Sorry. Diese tiefe Erdspalte war eine archäologische Ausgrabungsstätte, bevor sie im letzten Krieg von den Aliens angegriffen wurde. Dieses Mal werden sie sie nicht einnehmen. Okay, alles klar. Unser Auftrag ist klar. Wir sollen die Bande wie immer abhalten. Also Story. Oh, warte, was haben wir denn hier? Ich suche gerade eine alte Datei. Ah, da ist die. Erschütterungsturm samt Clustermunition. Äußerst nützlich, um den Mistkerlen den Hintern zu versohlen, wie sie es mit unseren Hintern so oft getan haben. Was ist denn das für ein geiles Teil diesmal? Also warte mal. Wie immer, Übersicht erstmal. Was haben wir? Also von hier kommen welche und gehen hier durch? Das sind ja zwei einzelne Kreise, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also quasi zwei Level auf einmal. Das ist ja mal geil. Jetzt muss ich jetzt hier entscheiden, was Priorität ist. Wie soll denn das funktionieren? Das ist ja geil. Lasst mich erstmal nachdenken. Also hier. Jetzt muss man natürlich wieder schlau denken mit den Radien. Also hier in die Mitte, hier ist ganz klar. Ist klar. Eigentlich muss hier sowas hin. Und. Hier gibt es natürlich, ist ganz auch klar. Hier ist nicht so effektiv. Unsere Ressourcen sind überall verteilt. Machen wir mal Meteor. Das kann erstmal gar nicht schaden, grundsätzlich. Na, jetzt haben wir auch keine Kohle mehr. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, was passiert. Und her. Ach du Scheiße, Leute. Feuerinferno. Schützturm. Schützturm. Wir schaffen es. Man muss nämlich jetzt Dual-Core-mäßig spielen, also links und rechts gucken. Also hier auf die kleinen Dinger mache ich Geschütztürme. Also doch, hier entscheidet wirklich jetzt so langsam der Radius. Okay. Dann würde ich jetzt hier einen Temporal bauen. Um die langsamer zu machen. In dieser Spalte liegen unzählige meiner Freunde, allesamt dabei draufgegangen, diese verdammten Monster im letzten Krieg in die Hölle zu jagen. Du hast aber auch Depression, oder? Es ist unwahrscheinlich, dass wir hier lebend rauskommen. Naja, wenn wir sehen. Wenn wir schon sterben. So, bei dem Versuch ging natürlich die Sache auch wieder nach hinten los. Die falsche Taktik gewählt. Und ich würde sagen, damit ich euch nicht so langweile mit diesem Versuch, fangen wir einfach jetzt gleich von vorne an. Ja, fangen wir von vorne an. Und zwar jetzt. So. Ja, gerade eben liefert nicht so optimal, würde ich sagen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir machen das Ganze gleich nochmal. Ich habe mal gerade ein bisschen so nachgedacht und habe mir die Taktik durch den Kopf gehen lassen. Und wir gehen gleich nochmal rein. So. Ich suche gerade eine alte Datei. Ah, da ist die. Erschütterungsturm samt Clustermunition. Äußerst nützlich, um den Mistkerlen den Hintern zu versohlen. Ja. Wie sie es mit unseren Hintern so oft getan haben.
Ja. Also, wie gesagt, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Wir haben festgestellt, oder ich vielmehr, dass es schwachsinnig ist, hier beide Positionen gleichzeitig zu verteidigen. Deswegen werde ich mich jetzt nur auf die linke Seite konzentrieren. Und wie gesagt, als ich gerade da so in mein Kämmerchen so saß, habe ich nachgedacht darüber, wie werde ich da rangehen. Und ich habe mir jetzt gesagt, hier werde ich jetzt erstmal, bauen wir mal gleich. Geschützturm, Geschützturm, Geschützturm. Einen Erschütterungs. Nee, falsch, 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 falsch. Temporal. Weil hier werde ich nachher halt die Stase brauche ich dann hier, damit die langsamer werden. Und an der Stelle kommt ein Erschütterungsturm. Und gleich in der nächsten Achten Runde Sie kommen auf dann unsere hier. Ressourcen. Sie sind verteilt. Und dann gleich hier, da hier auf die Position kommen dann halt die Raketentürme als Luftabwehr. Alle klar. Dann wollen wir mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Also los, komm. Wo sind die ersten? Da. Ach, setzen wir hier noch auch noch einen Geschützturm hin. Ja, bleiben wir mal bei der Perspektive, das ist am besten. Super. Vernichten Sie sie und holen Sie die Kerne zurück. Diesmal werden wir sie auch vernichten. Scheiß dir bloß nicht ins Hemd, Alter. Na komm. Geschützturm. Hier in der Mitte wird die Insel der Geschütztürme errichtet. Vorher hatten wir die Straßen und jetzt haben wir die Insel der Geschütztürme. Und was hier drüben ist, das können wir völlig ignorieren, das ist völlig egal. Aber jetzt sollte ich mal langsam. Entschuldigung. Hey. Einen Raketenabwehrturm bauen. Da können wir doch nicht. Brauchen noch ein paar Pinunsen. Na komm. Jetzt. Bevor ich selber schon mal einen hinstellen. Ein Raketenturm. So, die Taktik werde ich jetzt durchziehen. Passen Sie besser auf, wir haben einen Kern verloren. Ja, da drüben. Lass sie doch abziehen. Brauchen wir nicht. So, beschleunigen. Kommen die nächsten. Da ist doch der erste in der Luft. Ja, das funktioniert noch mit In den dieser Abwehren. Spalte liegen unzählige Erschütterungsturm. meiner Freunde, allesamt dabei draufgegangen, diese verdammten Monster im Okay, Westen gleich hier in die ein Hölle L. zu jagen. Orbitallaser. Es ist unwahrscheinlich, dass wir hier Alle weg. rauskommen. Haha. Könnten aussehen. Wenn wir schon sterben, dann mit einem Knall, nicht mit einem Winseln, richtig? Richtig. Richten wir ein wenig Chaos an. So, jetzt überlegen, überlegen, überlegen. Noch ein Raketenturm. Und jetzt müssen wir upgraden. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier mal ein paar Türme geupgradet bekommen. Hier hinten. Den Gefechtsturm. Ja, so wenig. Die Dinger können hier gleich so viele mitnehmen, wa? Hier ist Zielgenauigkeit gefragt. Wir schaffen das. Ja. Ich bin zuversichtlich. Machen wir gleich mal hier den. Gefechtstürme. Und Laser am besten noch. Na komm. Der darf die jetzt hier nicht raustragen. Also. Na komm. Wir wollen das schaffen. Wir haben keinen Bock, Alter, das wieder zu wiederholen tausendmal. Haben wir wieder so eine bekloppte Idee, aber diesmal. Ohne die Kerne sind wir verloren. Ja, doch, den krieg ich da. Ja. Hier wieder so eine Tarnfuzzi-Ratte. Macht mir jetzt hier nicht das Leben schwer. Komm, wandert Schnappen zurück. Sie sich die Sieger, oder wir sind entlarvt. Ah ja, hier. Upgraden.
ein, was wir haben, Leute. Und jetzt geht's los. Komm. Die auch upgraden. Reicht nicht die Kohle? Machen wir den. Den Laser, den würde ich mir aufheben. Dann siehst du, sie werden gegrillt. Da kommen sie. Aber kein Problem. Ich glaube, das packen wir. Schon Runde 12. Also. Ich bin schon gestresst, ey. Bitte. Lass es uns schaffen. Scheint aufzugehen. Okay, ich lauere ja auf den. Was kostet das? Boah, 1100. Jetzt kriegen wir das. Sie fahren die schweren Geschütze auf. Ja, sollen sie auch. Lass nicht durch. Jetzt, das nutzen wir gleich aus. L. Komm, wenn die auf Höhe sind. Die auf selbe Höhe sind. Schweine, wenn ihr beiden auf selbe Höhe seid. Finde, da hätten sie irgendwie einen geileren Sound machen können. Sowas wie. Irgendwie sowas richtig. Was so fett. Das hört sich nur so. Das ist nur so ein. So. Finde ich ein bisschen. Zu lasch eigentlich. Oh, jetzt müssen wir hier mal upgraden. Nee. Sieht gut aus. Mist. Die Insel der Gefechtstürme. Und jetzt den. Komm. Achten Sie auf unsere Energie. Sie geht bald aus. Ah, ja. Wir haben es im Blick. Siehst du, die wandern doch wieder zurück. Also da habe ich jetzt keine Angst. Aber jetzt geht's los. Der Erschütterungsturm wird geupgradet auf die letzte Stufe. Und zwar rot. Ey, krass, wie dreist ich eigentlich mit diesem Geschützturm. Wie dreist ich damit durchkomme, wa? Aber überwiegend, Leute, sind es wieder nur Geschütztürme. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 2 Erschütterungstürme und hier 2 Raketenabwehrdinger. Hier drüben laufen sie ins Leere, weil sie hohle Idioten sind. Landet aber auch nicht. Ja, Kalka upgraden. Nichts über. Aber die machen schon ordentlich Schaden. Wie viel haben wir jetzt hier? Ah, jetzt müssen wir noch abwarten. Die letzte Runde, Leute, ist das. Ich mache das gleich hier. Ich mache gleich kurz Prozess. Ah, aber nur 2 erwischt. Nur 2. Komm, das Ding ist doch geritzt. Das machen wir doch ganz locker jetzt hier, oder?
hat doch keine Chance. Sieht er? Das war's. Waren wir siegreich. Sie ja. Haben sich gewehrt, aber genützt hat es nichts. Ja, wir haben uns gewehrt. Siehst du? Das sind keine Maschinen, das sind Aliens. Alles klar. Dann würde ich sagen, als nächstes machen wir weiter mit Level 12 und 13. Alles klar. Bis dann, euer Tornado. Ciao.